Wir sind jetzt wieder hier im 5 gegen 5, männlich gegen weiblich. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt hier. Das Ganze findet auf Legendary Blockdash statt und noch anderen Blockdashes. Ich bin mal wirklich gespannt, wie gut wir hier alle hier sind. Aber ihr seht schon am Anfang, wie gesagt, immer entspannter Rino-Basis. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Ich bin mal gespannt, ob wir heute auf diesem Video 10 Likes schaffen. Das schaffen wir bestimmt. Ich drücke euch, das schaffen wir safe. Die DS Army schafft das. Okay, Leute, ich bin mal gespannt. Die erste Person fliegen hier schon raus. Ich habe noch gar keinen Überblick, wer jetzt hier rausgeflogen ist. Aber ich hoffe nicht von unserem Team natürlich. Oh, Powerpunch wäre nicht geschafft. El Primo. Oh, wir haben wirklich starke Gegner, Leute. Wir haben Hydro am Start. Wir haben Messi. Wir haben Evo. Wir haben Start. Wir haben Fuba. Wir haben Platzi. Es sind wirklich nur Top-Spieler aus unserer Community dabei. Deswegen. Oh mein Gott, komm jetzt rüber! Nein, was war das denn? Evo, er blockiert mich da oder so. Ich check gar nichts mehr. Was ist denn da passiert? Ich war auf einmal nervös oder was? Oh mein Gott, die haben sich gegenseitig... Da haben sich zwei männliche No-Skins gegenseitig mit Wasserstrahl einfach rausgehauen oder was? Ich glaube, das ist alles nicht mehr okay. Hydro hat Invisible dabei. Es sind noch 2 gegen 3. Fuba und Hydro für männliche Platzi. Und wen haben wir noch? El Primo und Evo. Also wir haben auch wirklich noch gute Spieler hier drin, ne? Ich bin mal gespannt, wer jetzt von denen hier gewinnt. Es ist wirklich alles möglich. Und ich bin mal hier gespannt. Ey, das sieht wichtig aus. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, das sind Top-Spieler, Leute. Ich glaube, das alles nicht. Und das ist wirklich crazy, wie gut diese Spieler hier sind. Ich denke auch, wir werden wieder bis zum Draw kommen. Und dass es ganz lange dauern wird. Aber die probieren sich natürlich hier so gegenseitig rauszuhauen. Hydro jetzt auf dem Boden. Wurde jetzt nochmal hier. Jetzt muss er hier mit... Oh mein Gott! Jumpbug, er ist raus! Und es ist... Fertig! Es ist fertig! Die erste Runde, weibliche No-Skins, mein Team, direkt auf Platz 1, würde ich sagen. Das ist doch alles hier nicht mehr möglich. Wie crazy ist das denn? Wie gute Spieler hier wirklich? Ist es alles hier möglich? Crazy Lemons, crazy. Was für einen nice Save-Shot noch hier am Ende. Was geht ab? Nächste Runde beginnt. Wir gucken mal, wie gut die männlichen No-Skins, ob die jetzt aufholen können. Die nächste Runde ist einfach auf Laserdash. Ihr wisst, Laserdash, da kann alles passieren. Es ist wirklich 1:0 für mein Team. Ich weiß nicht, was eben mit dem anderen Team los war. Die waren wirklich verwirrend hier auf jeden Fall. Die sind irgendwie, haben sich gegenseitig rausgeboxt. Ich weiß nicht, was da los war. Ob der Hater auf jeden Fall unterwegs war oder sowas. Keine Ahnung. Aber das sah gar nicht gut aus. Wir probieren jetzt hier natürlich selber auch. Oh, Schutzschild. Die haben wirklich alles. Wer die Invisible. Die haben sich richtig vorbereitet hier, ne? Es ist auch noch niemand raus. Laser ist natürlich wirklich einer meiner Haters-Map. Oh, da nochmal hier Hydro mitgenommen mit dem TNT oder mit dem Tetris auf jeden Fall nochmal abgeschossen hier. Oh, wichtig. Raus. Aufpassen auf die Laser. Oh mein Gott, war das close. Die erste Person ist schon raus. Invisible wird hier auf jeden Fall auch krass übertrieben geused. Oh mein Gott. Das ist hier alles viel zu viel. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich komme nicht mehr. Oh mein Gott. Kennst du? Wichtig. Hier noch rüberspringen. Wir sind noch drin. Aber die anderen Leute sind auch noch weg. Oh mein Gott. Das Team von den männlichen No-Skins ist fast komplett raus, oder was? Das sind wirklich nicht mehr viele drin, obwohl es ist ein 3 gegen 3. Was rede ich hier? Ich dachte, die wären komplett raus, aber nein. Die drehen komplett durch und wir sind raus. Es ist so schwierig mit den Lasern. Wie viel steht es? 2:2. Oh mein Gott. Okay, Leute. 3 männliche und 2 weibliche noch. Ich komme gar nicht klar. Okay, es ist 2 gegen 2. Es ist einfach ein 2 gegen 2. Wie gut werden die hier sein? Was machen die? Oh mein Gott, es ist ein... Die männlichen gewinnen. Messi holt das für die männlichen. Los geht's. I can't believe it. Was geht da denn ab, Alter? Wie gut der ist. Crazy. Die nächste Map, auf der wir jetzt drauf sind, ist Blockdash Endless. Und wir haben sogar noch mehr Spieler am Start jetzt hier halt eben. Es werden immer mehr Leute, die für deren Teams auf jeden Fall das Beste rausholen. Ihr seht schon. Alter, chill doch mal, Rian. Chill doch mal, wie er mich hier rausboxen will. Was geht denn da ab? Chill doch mal deine Basis, Lamanns. Nein. Ha! Hat er mich hier fast mit seinem Funwender rausgehauen? Ich glaube das alles nicht mehr. Hier nochmal Tetris am Werfen. Das ist wirklich ein Tohuwabo hier. Alter Schwede, das ist wirklich crazy. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, joint gerne auch meinen Discord. Links sind unten verlinkt für WhatsApp-Gruppe, Discord, YouTube-Channel, TikTok. Dies, das, alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Damit ihr sowas auch nicht mehr hier verpasst und so coole Videos. Ha! Okay, ich dachte kurz, ich könnte da was starten. Oh mein Gott, ruhig, Gino. Gino, ruhig. Chill mal deine Basis, Alter. Was ist denn da los? Nein, sorry. Oh mein Gott, das war mein falsches Team. Das war mein Team. Fast meinen eigenen Teammate rausgehauen hier. Oh, wir durchwerfen hier nochmal hier gleich. Okay, entspannt. Ha! Hier auf jeden Fall Messi mit dem Punch rausgeholt. Wichtig, schafft er es noch? Nein, er schafft noch was. Wie guter Spieler hier. Ich dachte kurz, Messi rausgeholt.
Aber nein, Fußballer Messi, einfach bester Spieler hier, würde ich sagen. Nach Ronaldo natürlich. Oh mein Gott, was habe ich getan? Jetzt kommt der Fight zwischen Ronaldo und Messi oder was? Oh, wichtig. No Skins, alle sind noch am Leben. Das ist wirklich hier, wirklich schwieriges Spiel. Wie gesagt, endlich sind wir jetzt hier nicht auf Wave Record, sondern wirklich auf Full Battle. Oh, schade. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Wie gesagt, mit Invisible und sowas, da könnte man wirklich noch mal was klären. Und es sind echt noch alle am Leben, ne? 14. Welle und es sind noch alle am Leben. Ich bin mal gespannt, welche Wellen wir hier erreichen werden, bis wir hier welche hier rausfliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, puh, ich dachte schon, ich wäre hier kurz der Erste. Kurz Herzinfarktarino bekommen. Herzinfarktarino oder was? Aber nein, wir müssen aufpassen. Guck mal, wie die hier wirklich... Fuba! Wirklich, oh mein Gott, okay, das ist schwierig. Wir haben aber Volleyball und gehen so am besten rüber. Oh mein Gott, Fuba hat oben gewartet, wie so ein kleiner Sneaker. Oh, schade, ich dachte, ich könnte ihn da abwerfen, aber nein. Wir müssen jetzt hier so rüber, sehr gut. Elias hat Probleme, Elias ist raus, es sind viele raus. Ich weiß gar nicht mehr, wer abgeht. Wo sind die alle rausgeflogen, was sieht da denn ab? Okay, nein, was? Oh mein Gott, mein Herz, ich war kurz. Nein, ich fliege jetzt nicht wegen sowas raus. Nein! Oh mein Gott, die müssen jetzt carryen. Es steht 1:1. Welches Team holt sich jetzt den Punkt? Das ist ein 2 gegen 3 Gold. Und El Primo noch für mein Team am Start. Aber Fuba, auch starker Spieler hier. FCB auch starker Spieler. Die haben wirklich viele starke Spieler hier am Start. Es ist wirklich vorbei. Messi holt das für die männlichen No-Skins. Ich glaube es nicht. 2:1. Oh mein Gott, wenn die Männlichen jetzt noch ein Win holen, ist das hier over. Das wollen wir natürlich nicht zulassen, deswegen geben wir jetzt auf jeden Fall alles. Let's go! Vielleicht ist das die letzte Chance für mein Team, jetzt hier nochmal den Win zu holen. Wenn die anderen jetzt gewinnen, wenn die männlichen No-Skins jetzt hier gewinnen, ist das wirklich komplett over. Wir sind jetzt hier nochmal wieder auf Legendary Block Dash, aber ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall ein gutes Match hier haben. Oh, schade, ich wollte ihn nochmal rausboxen. Da wollten... Oh mein Gott, da fliegen so viele raus. Nein, der Erste ist raus, leider von uns. Evo ist von uns raus. Ich glaube das alles nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall wirklich aufpassen. Wir müssen vielleicht nochmal Invisible rausnehmen, wenn wir nochmal eine Chance haben. Wir müssen auch auf jeden Fall... Invisible ist eine gute Waffe hier. Aber ihr seht schon, die sind richtig schwitzig unterwegs hier auf jeden Fall. Oh mein Gott, wollte Gino mich da rausholen? Was ist das für ein Schwitzer? Er geht voll auf Influencer. Der geht richtig Stream-Sniper oder was ist da denn los? Oh mein Gott, Hilfe, wir müssen... Oh mein Gott, das ist wirklich Paranoia hier. Die gehen full auf uns drauf. Kennst du die Mode? Alles entspannt hier noch, okay. Die Leute wollen sich hier wirklich gegenseitig rausboxen. Nein, was mache ich denn? Dias, was macht Dias denn? Ich wollte punchen und drück Tetris oder was? Oh mein Gott, jetzt muss mein Team alleine carryen mit 2 schon weniger. Und das ist das letzte Runde, wenn das so weitergeht hier. Die männlichen No-Skins schwitzen einfach zu viel. Was ist mit denen? Okay, Hydro jetzt hier ein bisschen Bedrängnis. Von El Prima auch nochmal ein Tetris mit bekommen. Aber nein, das sieht gut aus bei denen. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass ein paar männliche No-Skins rausfliegen. Ansonsten wird das hier richtig knapp für die weiblichen No-Skins. Oder für mein Team eher gesagt. Aber ich weiß jetzt nicht, wer draußen ist. Ich glaube, einer von denen ist jetzt draußen, was natürlich sehr gut ist. Oh nein, Gito! Gold wurde da richtig eingeengt und rausgeflogen. Ich kann gar nicht mehr reden, weil es so spannend ist hier. Was ist denn das los? Was ist das für ein Video? Hilfe! Das ist so krass hier. Okay, 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 okay. Oh, ja, okay, die fighten auf jeden Fall um deren Ehre. Aber es ist ein... 1, 2, 3... Oh, da ist jemand rausgeflogen. Es ist ein 3 gegen 3. Wie kann das denn passieren? Es war ein 50 gegen 2, 50 gegen 1 oder so und jetzt ist es auf jeden Fall ein 3 gegen 3. Das könnte jetzt nochmal spannend werden. Es kann wirklich sein, dass die weiblichen No-Skins jetzt nochmal hier wirklich komplett zeigen, was die können. Und dass wir noch eine Chance haben. Platzi, kommt nochmal rein, wichtig. Okay, 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 El Primo jetzt hier ein bisschen Struggle. Kommt aber noch alles rüber, das ist gut. Gino ist echt ein guter Spieler, muss ich sagen. Ich kenne Gino noch nicht so lange, aber er ist wirklich gut. Aber fliegt jetzt fast raus. Oh mein Gott, schade, das wäre so gut gewesen für unser Team. Aber die Leute sind ein bisschen am struggeln. Ja, wichtig. Ja, man denkt hier auch so Side und Save Time Challenge oder was? Er denkt auch Side und Save Time Channel. Was macht er? Er kommt noch mit rüber. Ey, das sind jetzt wirklich die Top-Leute von beiden Teams, ne? Die probieren natürlich jetzt einerseits den Win zu holen. Andererseits probieren die jetzt auch den Win zu holen, damit wir noch eine Chance haben auf den Gesamtwin. Weil bei 3 ist vorbei und es steht gerade 2:1. Oh, El Primo kommt da hoch. Wichtig. Aber das sieht gut aus. Das gefällt mir gut. Die kommen gut alle klar. Die machen das gut easy locker weg. Die kennen ihre Tricks. Oh, Gino, was war das denn? Hat er noch nie gesehen. Holy Macaroni. Das sind richtig starke Spieler hier. Aber jetzt haben die ein bisschen Schwierigkeiten hier. Ja, aber alles gut. Alles entspannt. Jetzt hier mit dem TNT vielleicht ein bisschen arbeiten.
Ja, Dios, der Coach hier sagt auf jeden Fall, die müssten Links-Rechts-Kombo machen. Hydro fliegt! Aber easy. Oh mein Gott, vielleicht doch nicht so easy. Er muss jetzt schnell moven. Okay, okay, wichtig. Ja, okay, dann die TMT sich auf jeden Fall nach vorne geboostet. Ey, was ein krasser Fight ist das denn hier bitte? Die sind ja mal alle so gut und die wollen wirklich für deren Mannschaft hier wirklich alles geben. Ich denke, es wird sogar vielleicht zum Draw kommen, weil das Team halt wirklich so... Oh mein... El Primo ist raus! El Primo ist raus, aber Gino? Gino ist drinne? Elias ist raus! Platz hier alleine! 1 gegen 3 von 3 gegen 3 zu 1 gegen 3 oder was? Wir gucken auf Platzi. Wir gucken auf Platzi. Ist noch drinne. Oh, und es ist ein 2 gegen 1. Oh mein Gott, Gino kommt noch rein. Gino ist noch am Start. Okay, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wirklich hier crazy Lemons. Okay, Gino hat ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Ping-Bug ist oder sowas. Gino hat da... Ist nicht so gut auf Form gerade. Muss jetzt hier einen Safe-Jump machen. Schafft den aber auch, Gott sei Dank, für sein Team natürlich. Macht jetzt hier eine... Ich weiß nicht, was er macht. Er denkt, zwei Zeit- und Safe-Jump-Challenge. Falsches Video, Gino. Wir müssen fighten gegeneinander. Falsches Video, Junge. Oh. Hydro und Platzi sind auch beides Brüder. Vielleicht kriegen wir hier sogar ein Battle der Brüder am Start. Vielleicht könnte es auch sowas werden. Hier, Gino muss jetzt hier... Ich weiß nicht, was er macht. Er denkt sich so, ja, ich zeige heute mal meine Tricks. Das ist mein Tricks- und Mix-Video. Ich zeige, was ich beste Tricks kann. Junge, nein, du musst gegen Platzi fighten, genau so. Aber Platzi denkt sich so, ich komme einfach rüber. Boah, was für ein spannendes Finale vielleicht. Vielleicht Finale. Er geht rüber, schafft's auch noch. Oh mein Gott. Das ist alles nicht mehr möglich hier. Oh, Gino, ein bisschen ins Krise. Ich weiß nicht, was er macht. Und ist raus, er hat zu viel. Was macht der? Was macht der? Falsches Video oder was? Jetzt der Fight der Brüder müssen jetzt hier auf jeden Fall gewinnen. Oh, wichtig. Hydro, ein bisschen Probleme. Schafft's doch. Oh mein Gott, was? Wie hat er das denn mit dem Funbinder noch geschafft? Jetzt hier Probleme. Und es ist over. Die männlichen No-Skins gewinnen heute dieses Video. Ich glaube, es ist alles nicht mehr crazy. Ich komme gar nicht mehr klar. GG an die männlichen No-Skins. Was für ein krasses Team war das denn hier bitte? Holy Macaroni. Wenn euch dieses krasse Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere coole Videos, die ihr auch nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen krassen YouTube-Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.